Ja, herzlich willkommen bei Begas to go, heute im Raum der Regionalgeschichte. Guten Morgen, Rita. Hallo, schön, dass immer. Du wieder dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles gut, wunderbar. Super. Mir geht's auch gut, ne? Wunderbar. Wir sind jetzt hier im Raum Regionalgeschichte. Man sieht's ein bisschen hier. Wir kommen hier in den Bereich Kirche. Wir haben uns letztes Mal mit Napoleon beschäftigt, dass er uns in der heutigen Form der Bürokratie auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Das mag man jetzt werten, ob das gut oder schlecht war, aber natürlich viele dieser Konzepte, die wir heute noch haben. Und werden jetzt heute mal in diesen Bereich gehen, der etwas dunkler ist. Und wir schauen mal, was die Kamera macht mit dem dunklen Bild. Rita, magst du mal vorgehen? Wir gehen jetzt in den Bereich der Kirche. So, auch wie in den anderen Räumen wieder. Eine tolle Lichtstimmung natürlich hier. Etwas dunkler. Und wir haben jetzt mal Halt vor dieser Vitrine gemacht. Und wir sehen jetzt vor uns den Heinsberger Kirchenschatz, ja, da etwas größer natürlich. Ich denke mal auch ein Wertgegenstand. Vielleicht sagst du mal was zum Material, was hier verwendet worden ist. Ich würde jetzt mal Gold vermuten, aber. Nee, das ist eigentlich selten gewesen, dass man irgendwie für Sakralgeräte Gold genommen hat. Das ist in der Regel Silber, was getrieben wurde. Das ist also auch innen drin hohl. Also das ist kein massives Silber, das aber dann vorher vergoldet wurde. Aber wir sehen ja auch irgendwie Exponate dabei, die nur silberfarben sind. Ja. Das sind Reliquiare, wo also kleine Stückchen, Knochenstückchen, Zähne von Heiligen irgendwie drin aufbewahrt und auch präsentiert wurden bei den Gottesdiensten. Wir haben hier eine große barocke Sonnenmonstranz, die auch bei Prozessionen durch die Stadt getragen wurde. Wir haben natürlich Kelche mit dabei und eigentlich ist das so ein ganz schöner Gang durch die sakrale Kirchenkunst, irgendwie von der Frühgotik hier oben angefangen bis in die Neuzeit. Das jüngste Exponat ist also dieses sogenannte Ziborium. Das ist auch so ein Kelch mit Deckel. Ja, wir sehen jetzt diese Monstranz, das ist natürlich sehr beeindruckend halt. Ja. Auch wenn man sagt, okay, das ist vielleicht nicht voll Gold oder nur vergoldet oder wie du es genannt hast, getrieben. Dann sehen wir natürlich da auch Steine oben drauf. Das drückt natürlich schon eine gewisse Wertigkeit aus, auch eine gewisse geltliche Macht an der Stelle. Also ja, die Kirche klar. Natürlich auch hier steht. Wir haben es gehört, Heinsberg ging es ja ganz gut. Ne? Man hat ja entsprechende Mittel gehabt und das demonstriert man natürlich dann auch in der Kirche entsprechend, dass man hier über entsprechende Mittel verfügt. Gerade im Dom, das ist ja der Heinsberger Dom, wo es auch ist, also etwas mehr als eine Kirche natürlich. Halt. Und man will natürlich auch demonstrieren, dass man hier etwas höher gestellter ist an der Stelle. Ne? Genau. Dann hat man das wirklich, wie schwer ist sowas, wenn man das jetzt trägt in der Prozession? Die ist sehr schwer. Also der jetzige Pfarrer, der trägt sie auch bei der von Leichnamsprozession nicht mehr und nimmt eine andere, eine Alternative, die weniger schwer ist. Also die hat schon ein ganz hohes Eingewicht. Da muss man schon Arbeit an der Stelle, Genau. Thema Kirche, wir sind natürlich hier im Raum Rhein und Maas ja sehr katholisch unterwegs. Immer. Die Evangelien hatten natürlich auch ihren Platz, also evangelische Kirche, aber primär katholische Kirche. Dazu sehen wir ja auch entsprechende Ausstellungsstücke. Wir werfen mal einen Blick in diese Schubladen hier. Das ist auch sehr, sehr nett gemacht hier an der Stelle. Die gehen dann mit Licht jeweils auf hier. Also hier haben wir eine Zeichnung, eine Originalzeichnung von einem der wichtigsten Klöster, was es in Heinsberg gegeben hat. Das war das Prämonstratenserkloster oder Prämonstratenserinnenkloster, muss man sagen, auch in Heinsberg bekannt als das adlige Damenstift. Das war eine Anlage, leider im Zweiten Weltkrieg zerstört, die von der Gestaltung her ganz ähnlich ist wie die Außenfassade hier des Begershauses. Ja. Also auch barock. Und dann, du hast gerade die Evangelien erwähnt. Ja, genau. Die haben wir hier in der nächsten Schublade. Da haben wir eben ein Selbstbildnis von einem der frühesten, ehesten Pfarrer, evangelischen Pasteure von Heinsberg, dem Pfarrer Otterbein. Und, das kennen viele Katholiken eben nicht. Ja, okay. Ich muss gestehen, ich habe es auch nicht gekannt. Als wir es bei uns im Museumsdepot gefunden haben, habe ich gedacht, wie hübsch, eine Biedermeier-Sanduhr. Ja. Und hatte die eigentlich für eine ganz andere Stelle im Museum vorgesehen. Wir haben aber dann noch mal ein bisschen recherchiert und tatsächlich festgestellt, es ist eine evangelische Kanzelsanduhr, die also an der Predigtkanzel befestigt war, im Viertelstundentakt durchläuft und wenn das letzte Glas dann durchgelaufen war, wusste der Pastor, dass er jetzt mal zum Ende kommen muss, sonst wäre der Sonntagsbraten bei den
Gottesdienst-Teilnehmern nichts geworden. 4 mal 15 Minuten macht eine Stunde, daraus man das zu tun hatte. Genau. Immer eine sehr, sehr klare Linie natürlich an der Stelle, dass man weiß, ich gehe in die Kirche, muss da eine Stunde verbringen, dann ist die Uhr abgelaufen. Ne? Ja, es ist interessant, wie man das heute auch bei modernen Präsentationen macht. Zum Thema Selbstbildnis, das heißt, der Pfarrer hat das auch selber hergestellt. Genau. Er war jetzt, immerhin in Aquarelltechnik. Wer selber schon mal mit Aquarellfarben gemalt hat, weiß, wie schön das verläuft irgendwie. Genau. Wobei ich jetzt die Werke von Begas natürlich etwas eindrucksvoller fand. Man sieht schon, dass es ein Laie gemacht hat. Ja, ne, genau. Ja, interessant. Also das mit der Uhr ist natürlich schön. Die Katholiken, indem ich deiner Darstellung, haben das so nicht gehandhabt. Die haben dann auch gerne mal etwas freier das ausgelegt. Genau. Ne? Wenn wir mal rübergehen hier, wir haben hier noch einen Fall von Taufbecken. Da gibt es natürlich auch eine Geschichte hier, habe gesehen, in Bürgeln, das ist ein kleiner Ort hier, wurde das gefunden, also eine bestimmten Relieftechnik, man sieht das hier an der Seite noch, ne, da wurde das gefunden. Magst du da noch was zu sagen? Ja, also es ist eine romanische Taufsteinumrandung gewesen, das sind noch Fragmente davon, von einer der frühesten Kirchen im Kreis Heinsberg, und von der Ornamentik her ist es ganz, ganz bezeichnend fürs Marsland. Es haben auch schon Wissenschaftler untersucht von diesen ganzen Ornamenten, und es gibt wirklich auch Vergleichsstücke über das ganze Marsland verteilt aus der romanischen Zeit. Ja, genau. Da gibt es ja auch viel Marienverehrung, da sind wir auch hier sehr, sehr bekannt an dieser Stelle. Und gibt es dann noch die Figuren, die Glocke haben wir eben schon genannt. Und dann haben wir hier die andere Seite. Mhm. Wir sagen, wir haben links die evangelische Seite, ich weiß, ob es so geordnet ist, und hier die katholische Seite. Ja. Ich mache mal diese Schublade hier auf. Ja, da geht es um das Thema Volksfrömmigkeit. Wallfahrt war natürlich immer ein Thema hier auch im Marsland. Das sind jetzt irgendwie Devotionalien, also Erinnerungen an die Wallfahrt in Ophoven bei Wassenberg. Ja. Und natürlich ganz wichtig war auch immer die Wallfahrt zur Mutter Gottes nach Kevela. Daran erinnert dieser Teller. Genau, Kevela ist ja auch relativ bekannt hier. Ja, ne? Auch für die Leute aus dem Nicht-Heinsberger Raum ist natürlich relativ bekannt. Und dann haben wir noch diese Bildchen. Mhm. Das fand ich halt sehr spannend halt. Die wurden natürlich dann auch auf eine gewisse Weise hergestellt. Und die zeigen jetzt halt Heiligenfiguren an der Stelle. Und da gibt es auf der Webseite ein schönes Quiz. Was macht man mit diesen kleinen Bildchen halt? Ne? Aber genau. Das kannst du uns jetzt auch mal beantworten. Ja. Was macht man mit den Bildchen von Heiligen halt? Ja? Also das sind Druckerzeugnisse des 18. Jahrhunderts. Eben wie du gerade gesagt hast, mit verschiedenen Heiligendarstellungen gab es die. Die wurden dann mit Reliquien in Berührung gebracht. Und man glaubte damals, dass etwas von der Heilskraft des Heiligen dann auch irgendwie auf dieses Papierchen übergeht. Ja. Und die Größe ist deswegen so klein, weil die dann auch unter das Viehfutter gemischt wurden, um das Vieh vor Seuchen zu schützen. Aber die Menschen haben es eben selber auch genommen als sogenannte Schluckbildchen. Ich sage mal ganz gerne, irgendwie, das war eben die Homöopathie des 18. und auch 19. Jahrhunderts. Nur man hat sich mit Wasser verdünnt, ja? Genau. Also das heißt, man hat dann tatsächlich dieses Bild genommen, das war dann halt vielleicht in der Nähe von einem dieser Elemente hier, hat gesagt, okay, jetzt ist das irgendwie geheiligt oder und dann hat man das gegessen wie eine Medizin quasi und gesagt, okay, jetzt geht es mir besser halt. Ja? Und gibt es da auch Berichte, wie das so war? Haben wir leider nicht. Oder sag mal, diese Drucke, man hat es ja heute noch Farben und so weiter, die hat natürlich dann auch Inhaltsstoffe, vielleicht ging es einem auch schlechter danach. Aber interessant, also man hat quasi auf Papier, auf Bütte, wie auch immer das gemacht und das gegessen halt. Ja? Genau, man sagt immer, Glaube versetzt Berge. Absolut, ja. Ja, das nennt sich dann Schluckbildchen. Das sind Schluckbildchen, genau. Und die wurden dann auch kunstvoll erstellt entsprechend? Oder war das, wenn wir jetzt mal den Bezug herstellen, haben auch Künstler dann quasi diese Bilder hergestellt und dann auch ihr Tagesgeschäft schon, damit bestritten? War schon aufwendig, ja. Ja, interessant, ja. Genau, machen wir die Schublade wieder zu. Und wir haben hier diesen Bereich des Heinsberger Doms und des Kirchenstadts. Hier geht es dann wieder zurück, diesen Gang ins Helle. Da kommen noch ein paar andere Exponate. Und die würde ich sagen, die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für den Moment danke fürs Zuschauen und eine gute Woche für euch. Wünsche ich auch.